Objects in the skies that we don't know exactly what they are. Diese Aufnahmen bereiten den US-Militär seit Jahren über 120 Mal in den letzten Jahren solche Flugobjekte unidentifizierte fliegende Objekte. Splash. Mark Barry Ray. US missiles. 44 reports of UAVs. Still don't know what 143 of them were. Berichte wie diese wurden in den letzten Wochen immer mehr. Durch den Pentagon-UFO-Bericht wurden erstmals sichtig und offiziell von der Regierung bestätigt und seitdem gibt es einen extremen Hype um alles, was mit UFOs zu tun hat. Und genau deshalb werde ich versuchen, eine UFO-Sichtung über Deutschland zu faken und die Medien denken zu lassen, dass sie echt ist. Ich stehe, by the way, gerade wirklich vor der Area 51. Und dafür werde ich mit Hilfe von CGI Objekte in den Himmel tracken und die Aufnahmen dann in den Medien schicken. Aber ich kann euch so viel sagen, es ist noch nichts passiert, ich hab's noch nicht aufgenommen. Regie, wer schreibt so ein Scheiß in mein Strip? Und diese UFO-Videos haben eigentlich mal drei Merkmale. Es ist dunkel, die Videos sind mit 10 FPS aufgenommen, die Qualität ist einfach extrem scheiße. Oh, what? Also hab ich mich mit Tom getroffen. Was soll denn? Ein paar UFOs zu suchen. Und wir haben Aufnahmen vom Himmel gemacht. Das war ein guter Shot. Später wird dann eben in diesen Aufnahmen das UFO sein. Ihr stellt euch auch mal vor, ihr seht irgendwo dieses Video, wie man behauptet, dass er ein UFO in Deutschland gesehen hat. Ihr würdet ihm wahrscheinlich nicht glauben, oder? Anders ist es aber, wenn mehrere Leute das gleiche UFO aufgenommen haben. Und genau deswegen haben wir mehrere Videos an verschiedenen Orten gemacht. Hier vorne, nächster Spot. Und diesmal, für den Unterschied, habe ich ein zweites Handy dabei. Wir nehmen das hier, das ist deutlich schlechter. Diesmal Hochformat. Ey, das kann keiner tricken, das System. Und stopp. Vielleicht fragt ihr euch, warum ich in den Shots ein T-Shirt anhabe. Das liegt daran, dass ich an den Videos seit letzten Sommer arbeite, also die Aufnahmen knapp 6 Monate alt sind. Das Video wurde deutlich aufwendiger, als ich dachte, deswegen lasst jetzt unbedingt ein Like da, damit sich das Ganze gelohnt hat und ich meine Miete bezahlen kann. Wait, ich lebe ja gar nicht von YouTube. So, Freunde, wir sind jetzt hier, drittes UFO. Wo sind die UFOs? Wo sind die UFOs? Oh, shit. Kannst du da oben jetzt so eine Among Us einfügen? Wie ist das? Alter, da ist ein UFO. Guck mal hier, der riesige UFO. Der Mond. Ach so. Also haben wir in den nächsten Stunden an verschiedenen Orten Aufnahmen vom Himmel gemacht, die später ein CGI-Artist die UFOs einfügen wird. Zumindest war das der Plan. Okay, es gibt ein kleines Problem und zwar kosten professioneller CGI-Artist nicht so, wie ich dachte, so ungefähr 300 Euro, sondern eher so 3000 Euro. Das heißt, bleibt an mir hängen, ich muss es irgendwie selbst machen. Ich habe halt sowas noch nie gemacht. Ich muss halt jetzt versuchen, ein UFO realistisch in irgendeinen Shot reinzubekommen. Ja, heißt für mich, ich werde mir jetzt 1000 Tutorials anschauen und gucken, ob ich es irgendwie hinbekomme, aber ich werde auf keinen Fall aufgeben. Damit das UFO am Ende realistisch aussieht, braucht man gutes CGI. Und weil ich vorher noch nie etwas damit zu tun hatte, habe ich die nächsten Tage damit verbracht, mit Tutorials über Tracking, Color Matching und Compositing anzuschauen, um dann selbst mit After Effects ein halbwegs realistisches Ergebnis zu bekommen. Was in den letzten Wochen passiert ist, ist einfach geisteskrank. Aber das erzähle ich euch gleich erst. Aber erstmal habe ich jetzt 3 UFO-Clips gemacht, die sind alle 3 in unterschiedlichen Auflösungen, damit es mal ein bisschen realistischer aussieht, als wäre das quasi von 3 verschiedenen Handys oder Kameras gefilmt. Da habe ich zum Beispiel einmal 480p, 720p oder einmal auch komplett anderes Format. Also ich habe die Videos generell auf einer Qualität etwas schlechter gemacht, damit so kleine Fehler beim UFO nicht unbedingt direkt auffallen. Aber kommen wir jetzt zu den mit Abstand wichtigsten bei dem Video, und zwar die Promotion. Also wie und wo veröffentliche ich die Videos? Und was wir uns da ausgedacht haben, erkläre ich euch jetzt. Wie ihr euch mal vielleicht vorstellen könnt, ist es nicht so einfach, Leute von etwas zu überzeugen, was es eigentlich gar nicht gibt. Deswegen musste der Plan gut sein und ich habe mir 3 Punkte überlegt, damit der Fake nicht auffällt. Punkt 1, das UFO. Ich habe insgesamt 3 Videos gefaked, in denen man ein UFO über Berlin sieht. Das Objekt passt sich dabei jeweils an den Hintergrund an, damit es eben noch realistischer ist. Die Clips werden später auf Twitter und auf TikTok ungefähr um die gleiche Uhrzeit von mehreren Accounts gepostet, damit es so aussieht, als hätten wirklich mehrere Leute das UFO gesehen. Dafür habe ich schon etwa vor einem halben Jahr einen TikTok-Account erstellt, auf dem ich aktiv Videos über UFOs gemacht habe. Natürlich nicht mit meiner Stimme, damit es nicht auffällt. 3 UFOs, die aus Flugzeugen gefilmt wurden. Die 3 schlechtesten UFO-Fakes. Der mysteriöse Alien-Satellit. Ich habe in den TikToks hauptsächlich über echte, bestätigte Sichtungen und über Fake-Sichtungen gesprochen. Und wenn ich dann sage, dass die Sichtungen aus Berlin auf jeden Fall echt sind, werden es natürlich mehr Leute glauben, weil sie denken, ich bin ein Experte oder so. Punkt 2. Der Fernsehreport. Damit noch mehr Leute glauben, dass die Sichtungen echt sind, haben wir einen Fernsehreport gefaked, der wegen dem UFO abgebrochen wird und man das Objekt am Ende über den Bundestag sieht. Dafür habe ich einen Freund von mir, Alex, der deutlich seriöser aussieht als ich, was übrigens keine große Leistung ist, gefragt, ob er als Reporter dabei mitmachen möchte. Und er hat natürlich direkt ja gesagt. Um den Report noch glaubwürdiger zu machen, habe ich zufällig, rein zufällig, ein Popschuss von Phoenix, die sehr viele Interviews und Reports fürs Fernsehen aufnehmen, sagen wir mal, gefunden. Er wird während dem Video zu sehen sein, dass die Leute denken, dass Alex eben wirklich ein echter Fernsehreporter ist. Dafür sind wir dann nach Berlin zum Kanzleramt gefahren, wo generell auch sehr viele Reports fürs Fernsehen gemacht werden. Aber natürlich hat nicht alles geklappt. Ja. Das Problem ist, wir sind jetzt alle hier, nur wer fehlt? Richtig, Alex fehlt. Den wir am allermeisten für dieses Scheiß-Video brauchen. Was ist das jetzt? Der ganze Handy aus. Mann. Es ist 15.31 Uhr. Wir sollten uns 15 Uhr treffen. Wer ist nicht da? Alex. Unser Schauspieler. Ich sehe Alex nicht. Er ist nicht hier. Ich rufe ihn an.
Anruf abgelehnt. Und die Sache ist, Alex soll jetzt hierher kommen, der hat einen einzigen Auftrag. Er sollte sich irgendwas Seriöses anziehen, ja? Hey, guck mal, da ist er doch. Wo? Hier links, da. Alex, was ist denn das jetzt? Wo ist denn dein Hemd? Okay. Aber bevor wir den Report aufgenommen haben, wollten wir dann mal testen, wie seriös der Popschutz wirkt. Und zufällig genau dann ist ein Auto mit einer Proteststatue vorbeigefahren und wir haben den Veranstalter interviewt. Ja, ich bin extra jetzt gekommen aus Düsseldorf. Er hat es also geglaubt und sogar das Interview mitgemacht. Der Phoenix Popschutz funktioniert also. Am Kanzleramt haben wir unsere Kameras aufgebaut, uns eine Drehgenehmigung von der Polizei geholt und uns einen Plan gemacht, wie wir den Report faken. Da würde wahrscheinlich Alex sich irgendwo dahin stellen und dann müsste er halt irgendwo quasi ein UFO sehen, zum Beispiel jetzt da hinten über dem Bundestag. Als wir die perfekte Aufnahme hatten, habe ich wieder mit After Effects ein UFO über den Bundestag eingefügt und am Ende sah der Report so aus. Okay, wir sind ready. Gestimmt ist ja noch alles. Ja, okay. Gut. Frisch waren wir heute, oder? Okay. Wie ist es? Ja, ich zieh schon mal die Jacke aus. Frisch ist es heute, aber wenigstens scheint die Sonne. Ja, okay. Wollen wir langsam anfangen? Ja, können wir machen. Werner, guck mal, schon wieder der Ballon da oben. Nein. Aber die Kamera drauf. Ist das denn nicht? Nee, der ist zu schnell, oder? Punkt 3. Die Radio-News. Zusätzlich zu dem Fernsehreport haben wir von einem Synchronsprecher einen Radiobeitrag über die Sichtungen in Berlin faken lassen. Es ist gerade 2:30. Ich habe gerade die Audio von dem Synchronsprecher bekommen. Ich habe noch nicht reingehört. Ich weiß aber, was er sonst so macht. Und ich glaube, es ist ziemlich krass. Wir hören mal zusammen rein. Radio Berlin mit einer Eilmeldung. In Berlin häufen sich die angeblichen Sichtungen von unbekannten Objekten am Himmel. Es ist 7:15 und jetzt haben wir die neue von Ed Sheeran für euch. Hier ist Shivers. Viel Spaß. So gut. Das ist so gut. Okay. Den haben wir im Auto abgespielt und einen Berliner Twitter-User geschickt, der den Clip dann später auf Twitter posten wird. In der Radio-News wird exakt auch das Objekt beschrieben, was in den Clips zu sehen ist und auch die Uhrzeit stimmt überein. In Berlin häufen sich die angeblichen Sichtungen von unbekannten Objekten am Himmel, die sich über soziale Netzwerke wie Twitter und Instagram verbreiten. Man spricht von einem ovalen, weißen Objekt, das sich sehr schnell lautlos bewegt. Also, falls ihr heute noch vorhabt, euer Haus zu verlassen, passt auf euch auf. Es ist 7:15 und jetzt haben wir die neue von Ed Sheeran für euch. Hier ist Shivers. Viel Spaß. Und dann war es soweit. 31. Oktober 2021. Halloween. Der perfekte Tag für eine UFO-Sichtung. Ich habe einen genauen Plan erstellt, wann und wo welche Clips veröffentlicht werden. Dabei musste ich zum Beispiel darauf achten, dass die UFO-Sichtungen ungefähr gleichzeitig online kommen und der Radioreport ein paar Minuten später als die Uhrzeit, die man im Auto sieht. Außerdem habe ich ein paar größere Twitter-User wie Jan Glurak oder Tietz angeschrieben, die mir später dabei geholfen haben, die Clips ermöglicht für die Leute zu verbreiten. An der Stelle nochmal danke an jeden Einzelnen, der mir bei dem Video geholfen hat, weil es echt viele sind, da habe ich euch nochmal alle in die Beschreibung verlinkt, also schaut auf jeden Fall vorbei. Um etwa 15 Uhr kam dann die UFO-Sichtungen auf Twitter on. Immer mit ein paar Minuten Abstand, damit es realistisch wirkt. Damit die Clips mehr Reichweite bekommen, haben Emmy, Glurak und Tietz die Tweets retweetet. Aber trotzdem gingen die Videos nicht so viral, wie ich dachte und haben nur wenig Likes und Aufrufe bekommen. Okay, die letzte Hoffnung ist jetzt nur noch dieser Fernsehreport und den werde ich auf Reddit posten und zwar auf dem deutschen Reddit. Und ich habe so einen kleinen Text dazu geschrieben, wo ich einmal schreibe, ich bin Teil des Phoenix Deutschland Nachrichtenteams, übrigens Phoenix nicht anzeigen bitte, ich mache das nur aus Spaß. Und dass wir eben einen Außendreh quasi hatten und wir eben dieses Objekt am Himmel gesehen haben und nicht so wirklich wissen, was es ist. Deswegen frage ich quasi auf Reddit, okay, ob die wissen, was es ist. Habe jetzt als Titel einmal geschrieben, unbekanntes Objekt am Himmel unterbricht Fernsehaufzeichnung in Berlin. Könnte ein typischer Zeitungstitel sein. Und ich würde sagen, wir posten das. Ich bin ziemlich aufgeregt. Leider wurde der Post von Reddit abgelehnt und ich wurde von einem Moderator angeschrieben, ob ich irgendwie beweisen kann, dass ich von Phoenix bin. Und naja, das konnte ich nicht. An der Stelle dachte ich, dass die letzten 5 Monate vielleicht umsonst gewesen sind und das Ganze ein Fail war. Aber als dann um 19.20 Uhr der Radioreport online kam, hat sich alles geändert. Die ersten Leute haben angefangen, das Ganze zu glauben und ein paar Stunden später hat jeder, der einen Clip gepostet hat, eine Nachricht bekommen. Mythenakte. Ein deutscher YouTuber mit 500.000 Abonnenten war auf einmal an der Story interessiert und wollte mehr Details wissen. Also habe ich mir schnell 3 Orte in Berlin ausgedacht, an denen die Clips aufgenommen wurden und die nah beieinander liegen. Und was soll ich sagen? Er hat ein Video dazu gemacht. Passenderweise genau an Halloween soll in Berlin etwas Mysteriöses und Gruseliges vorgefallen sein. Und zwar gab es gleich mehrere UFO-Sichtungen in der Hauptstadt Deutschlands, sodass sogar schon ein Radiosender am Halloweenabend kurz darüber berichtete. Und zudem gibt es auch noch gleich 3 Videos, die angeblich alle aus Berlin stammen und alle am selben Tag und zur selben Uhrzeit circa aufgenommen wurden. Hier konnte ich sogar mit dem Ersteller Kontakt aufnehmen. Er beschreibt, wo er das UFO gesehen hat. Das ist verdammt hilfreich und nützlich, denn er hat es im Bezirk Lichterfelde in Richtung Steglitz gesehen. Laut ihm war das Objekt geräuschlos. Auch hier konnte ich sogar mit dem Filmer Kontakt aufnehmen. Er meinte jedenfalls, es war auch lautlos und er beschreibt die Location Grunewald, auch Steglitz. Was sehr interessant ist, dass sich die Orte scheinbar wirklich überschneiden. Ich habe hier nochmal markiert, wo in Berlin die Sichtungen waren. Zu guter Letzt gab es ja noch diesen Radioausschnitt. Hier habe ich auch nicht herausgefunden, welcher Radiosender das ist. Ich habe auch extra kommentiert bei dem Beitrag, ob der Ersteller weiß, welcher Radiosender das ist. Aber mein Kommentar wurde nur geherzt, ohne eine Antwort. Aber es wirkt auf jeden Fall auch so, als hätten sie auch nur diese Twitter-Postings gesehen und dann eben schnell kurz darüber berichtet, da es ja auch noch passend für Halloween war. Nebenbei ist aber noch etwas viel Krasseres passiert und es war mal wieder TikTok. Ich habe die Sichtungen nochmal zusammengefasst, auf dem UFO-Account gepostet und sie haben über Nacht nicht nur die 100.000 Klicks, sondern kurz darauf auch die 200.000 und ein paar Stunden später auch die 300.000 Klicks geknackt.
Und auch ein anderer Clip hat in der Zeit die 100.000 und dann die 200.000 Klicks geknackt. Und damit haben allein auf TikTok mindestens 500.000 Leute die UFOs gesehen. Und insgesamt haben die TikToks mehrere tausend Kommentare bekommen, die alle absolut lustig sind. Ich habe die Kommentare mal in ein paar Kategorien unterteilt. Unter den Kommentaren gab es komischerweise sehr viele, die anscheinend auch das gleiche Objekt gesehen haben. Was natürlich nicht stimmen kann. Viele haben das Ganze einfach gar nicht hinterfragt und haben es einfach geglaubt und sogar noch andere versucht zu überzeugen, dass die UFOs wirklich echt waren. Ich glaube, zu Kategorie Allmann muss ich gar nicht mehr so viel sagen. Neben den Leuten, die es geglaubt haben, gab es aber auch ganz bizarre Erklärungsversuche für die Sichtungen. Aber eben auch ganz komische Verschwörungstheorien, die teilweise sogar so krass waren, dass ich sie gelöscht habe. Und hier noch ein paar random Kommentare, die ich einfach lustig fand. Generell kann man aber sagen, dass es einige gab, die erkannt haben, dass die Sichtungen nicht echt sind, weil zum Beispiel die Bäume nicht zum Herbst gepasst haben oder Tomatenmus angeblich an einem Sonntag beim Friseur war. Aber das waren nur einige wenige. Aber insgesamt bin ich wirklich extrem zufrieden, wie das Ganze ausgegangen ist und wie viele Leute es halt auch geglaubt haben. Und vor allem mit dem Video von Mythenakte, was ich echt lustig fand. An der Stelle nochmal sorry. Ja, das Video war wie gesagt sehr viel Aufwand. Es haben auch sehr viele Leute geholfen. Auch einige, die ihr jetzt im Video gar nicht gesehen habt. Alle Links zu denen nochmal in der Beschreibung. Nochmal danke an den Einzelnen. Ansonsten lasst wirklich gerne Support auf dem Video da. Es ist wirklich ein Herzensprojekt von mir irgendwie geworden über die Zeit. In das ich sehr viel Arbeit, Geld und alles reingesteckt habe, habt ihr vielleicht auch gemerkt. Deswegen lasst super gerne ein Like da, ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Danke fürs Zuschauen und ciao.